wieder ein wunderschöner neuer Tag auf unserer schönen kleinen Himmelsinsel. Wie jeden Mittwoch sind die Frischobstangebote heute um 13% reduziert. Das sollte man wohl nicht verpassen. Und wo wir schon bei verpassen sind, unser großer Plan wird bald in die Tat umgesetzt werden. Nur noch wenige Momente, liebe Freundinnen und Freunde, trennen uns davon. Es wird Zeit! Ja? Oh, hallo. Was? Da sind Sie jetzt ganz sicher? Ja, verstehe. Okay, danke. Mein Lieber, ich denke, wir sollten uns wohl zurückziehen. Ja, das ist alles in Ordnung. Du alte Memme, denkst du hast Probleme, weil etwas abwasch die Spüle verstopft. Spar das Gezelte, gedenke der Väter, sie hausten in Armut, umgeben von Schrott. Doch wo alles verloren schien, ward einer geboren. Er war saustark und lässig, sein Haar saß perfekt. Und mit Großmut und Tapferkeit sprach er, ich bin's leid, macht euren Mist mal allein, ich muss weg. Tusser, er muss dann mal weg. Von ihr weg. Und diesmal habe ich wirklich den perfekten Plan. Netkirsur de Leftengang. Wie war das? Ja, okay. Magnetfeld ausrichten, hydraulischen Pressbolzen überhitzen, Mythalagila. Der Punkt ist auch nicht so wichtig. Aber klar ist, diesmal ist er wasserdicht. Also, der Plan. Ich halte es nämlich keine Sekunde länger als nötig in diesem Drecksloch aus. Ist ja auch nicht so. Als wäre es im großen Gefüge des Schicksals so gedacht gewesen, dass Rufus, der Geniale, sein Schicksal auf einem Planeten verbringen muss, der von Rost und Kaugummi zusammengehalten wird. Elysium, hier kommt dein verlorener Sohn! Nun gilt es, die letzten Vorbereitungen zu treffen. Alles ist erledigt. Jetzt fehlt nur noch Proviant,
meine Zahnbürste und einen Seitenschneider. Ein Seitenschneider. Hätten wir schon was dabei gedacht haben? Proviant. 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 Na ja, das passt. Jetzt Sonne. Und nun zur Mundhygiene. König, meine Werkzeuge immer perfekt parat. Ja. 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 Sag ich doch. Okay. Ab jetzt gilt höchste Konzentration. Denn wenn ich noch länger mit diesen Dampfnasen vegetieren muss, dann sieht jede Schrottpresse einladender aus. Genug von Müll, genug von Gestank und genug von diesem miesen, kleinen, fiesen Wichtigtum. Hey, Franzl! Na, störe ich etwa zu sehr bei deiner Freitodplanung? Wenzel, spar dir deinen Humor für jemanden, der schlechter vorbereitet ist, ja? Die Berechnungen sind diesmal auf 5 Nachkommastellen genau. Ach so. Dann hat die eine Stelle weniger beim letzten Mal dafür gesorgt, dass wir eine Woche lang gebraucht haben, um den Kaktus aus deinem Ohr zu entfernen. Sorg von gestern. Ich schicke dir eine Postkarte, wenn mir eine Orbit 11 für die Schultern massiert. Na, wenn es dir hilft. Kann ich dann deine Sachen haben? Mein kleiner, kleiner Freund, nimm dir, was du willst. Als gäbe es hier auch nur annähernd irgendetwas anderes als ein, ja, Rost und, guck mal, schimmelnde Biomasse. Bestens. Dann hoffe ich, dass du die Harpune hier noch rechtzeitig kalibrierst. Der Organon folgt seinem Fahrplan auf die Sekunde genau. Und du willst ihn sicherlich nicht verpassen. Du glaubst, dass du mir Tipps geben müsstest? Lehn dich zurück und staune über das Meisterwerk! Der Aszendator. Raketenantrieb, luftdurchlässige Carbonflapsen und das Wichtigste, eine schmeichelnd leichte Bauweise. Leicht, weil du ein rostiges Wellnetz verwendet hast. Halt die Klappe! In grob umgeschlagenen 12 Stunden stehe ich auf einem goldverzierten Altar und blicke auf deine bescheidene Existenz herab. So. In ungefähr 12 Minuten pulen wir nach Rufus riechende verkuckelte Brocken aus den Dach. Aber lass dich nicht aufhalten. Ich genieße doch nur die Show. Werter Companiero, es ist Zeit für das Adi. Sei niemals feige, sei niemals grausam, auch wenn du heute Abschied nehmen musst. Sei dir gewiss, in keinem Leben werde ich das hier jemals vermissen. Aber du, du darfst es. Grüß mir die Sonne. Bevor ich vergesse, da wurde noch ein Brief für dich abgegeben. Ich stelle aber die Vermutung an, dass du dem dämonianischen Briefverkehr bereits abgeschworen hast.
Gib schon her. Es muss ein schrecklicher Schmerz sein, der in deiner Seele brennt. Eine Freundschaft für die Jahrhunderte findet nun ihr Finale. Aber seid ihr sicher? Ich werde nicht eine Zeile hiervon vergessen. Nicht einen Tag. Vielleicht sollte ich den Brief doch lesen. Sehr geehrter Herr, Kundenbindung ist uns sehr wichtig. Leider verzögert sich die Lieferung Ihrer bestellten Schrauben um etwa 2 Wochen. In diesem Schreiben erhalten Sie Gutscheine für Coupons für Dichtungsringe als Entschuldigung. Das kann nicht sein. Unfassbar. Ich glaube, mir wird schlecht. Nicht schwindelfrei, Fräulein Goal. Wären Sie nur mal in Ihrer Kabine geblieben. Es war sehr, sehr dumm, sich den Anordnungen zu widersetzen. Amtmann, was hat das zu bedeuten? Was meinen Sie? Ich sehe hier nichts weiter als eine Göre, die sich die einfachsten Vorschriften nicht merken kann. Sie wissen davon. Sie wissen alle davon? Der ganze Organon steckt damit drin. Oh, warten Sie nur, bis Cletus davon erfährt. Sie glauben doch nicht wirklich, dass Sie mit sowas davonkommen. Glauben liegt fern von meinen Handlungssphären. Ich kann Sie also dahingehend beruhigen. Nichts werden Sie erzählen. Sie werden sich in Ihre Kabine begeben und warten,
bis der Oberkontrollrat eintrifft. Und dann? Ich bin doch keine seiner Stammtischproleten oder Schreibtischbots. Na, warten Sie's doch ab. Ich möchte Ihnen ja nicht die ganze Spannung verderben. Der Organon verfährt genau wie geplant. Meine Männer sind entschlossen wie nie. Deponia ist unbewohnt. Machen Sie sich nichts vor. Wie dankbar mir die gleich sein wird, mal sehen. Meine Herren, lassen Sie sie los. Ja. Der ganze Ort benimmt sich wie eine Amifleur auf einer Wollentorde. Gibt es eine Veränderung? Unverändert, ja. Man will aber auch meinen, dass ein solcher Sturz auch freilich an einer solch wundervollen Stadt nicht spurlos vorbeigeht. Nein. Lothar sollte lieber demnächst zu einer Entscheidung kommen. Was diese Dame jetzt braucht, ist Ruhe und Fürsorge von einer warmen Hand. Na! Das Berühren der Vampire mit den Pfoten ist verboten. Na schön. Ich gönn dir deine 20 Minuten, alter Kumpel. Ich möchte nur angemerkt wissen, dass ich die Elfe gefunden habe. So. Es reicht mir, Vincent.
überhaupt, Lothek? Der Bürgermeister pflegt um diese Uhrzeit seine Nachmittagsmeditierstube zu beziehen. Und möchte nicht gestatten! Was? Polizisten, Modus! Aktiviert! Gestank niederer Lebensformen und sagt mir, dass dieses Drecksloch tatsächlich unserer Rettung bedarf. Dein Geruchsfilter, du Vollidiot! Es ist einfach unfassbar. Los, ihr Pfeifen! Durchkämmt das gesamte Gebiet! Je schneller wir unsere Moralprinzessin gefunden haben, desto schneller kommen wir hier wieder weg. Schau mal, wenn das hier ist, muss das nicht reichen. Nein, das ist falsch, das geht mit. Hallo, Lina. Das ist hier. Ich hab das gefunden. Das ist ja scheiße. Gib her. Los, Lina. Ja. Ist das so? Toni,
wird jeder ein bisschen wirr. Du solltest das wissen. Immerhin war ich in den letzten 7 Jahren in deinen ziemlich festgepackt. Rufus, der Himmelsstürmer, der Bin-Jockey, der unverbesserliche Luftritter auf dem Weg in die Sphären des Genusses. Können wir uns das bitte sparen? So sehr ich Angst vor dem Drachenatem in deiner Brust habe, so sehr schmerzen die 20 Metalle, die sich jetzt gerade in meinen Rücken bohren. Du unfassbar widerlicher Schnurrer. Und doch hast du das Bedürfnis, meine Wunden mit deinen rauen Hornartenten zu versorgen. Du bist jetzt still, denn du bist allein dafür verantwortlich, dass mein Leben eine einzige Hölle ist. Und das sage ich in einer Wohnung, die aus rostigem Blech besteht. Na, wer wird denn gleich laut werden? Ich mache das hier allein deshalb, weil Gizmo mich sonst für unterlassene Hilfeleistung einbuchtet. Es käme nämlich nicht mal die dümmste Seele in diesem Kaff auf die Idee, dir ein einziges Pflaster aufzukleben. Du kannst so viel schnauben, wie du willst. Am Ende des Tages wissen wir beide, dass niemand meinem Charme entkommen kann. Sei bei deinem nächsten Manöver doch bitte so gut und sieh vom unwahrscheinlichen Überleben ab, ja? Du wirst dich wundern. Diesmal hatte ich es tatsächlich geschafft. Ich war auf einem Orgelumkreuzer. Auf direktem Weg nach Elysium. Ja, schau. Und doch sitzt dein erbärmlicher Körper wieder hier auf meinem Sofa und blutet mir meine neuen Kissen voll. Hattest wohl Sehnsucht nach mir? Ja. Weißt du, das Leben spielt nicht immer mit. Ich hatte eine große Entscheidung zu treffen. Entweder ein Leben in endloser Glückseligkeit, also ohne dich. Oder eine zauberhafte Elysianerin vor dem finsteren Fiskus retten. Ja, genau. Rufus und die Selbstlosigkeit. Eine völlig bekannte und plausible Geschichte. Ich würde jetzt gerne laut lachen, aber mein Zwerchfell ist noch ganz platt von heute Morgen, als du durch die Schrottlawinen gezerrt wurdest. Spalte deinen Sarkasmus für einen schlechteren Lover, ja? Klar ist, der Plan ist diesmal perfekt. Es ist nur noch eine Frage von Stunden, bis ich deiner Hexenküche endgültig entkommen werde. Ja. Wirst mich nicht mehr lange ertragen müssen. Ich wünschte, ich könnte diesen Worten Glauben schenken. Sag mal, diese Elysianerin, wo ist denn die jetzt? In einem waghalsigen und gewagten Plan habe ich mein Leib und Leben riskiert. Leider führten unvorhersehbare Umstände dazu, dass sie den Kreuz auf einem, sagen wir, unkonventionellen Weg verlassen hat. Sie ist runtergestürzt, nicht wahr? Ja, so würde es ein Laie nennen. Warum so neugierig, Toni? Kickt da die Eifersucht? Träum weiter. Och, ich frage nur. Seit ein paar Stunden steht Herr Kubak vor dem Rathausschlange. Sie haben eine Frau in Patina kennengefunden. Bewusstlos. Das hat doch nicht zufällig was mit dir zu tun. Man hat sie gefunden. Und versteh nicht, der Anfrau zu nahe zu kommen. Warum denn so sauer, Toni? Ja, warum denn so sauer? Naja, du hast meine Wohnung geplündert, meinen Hof gesprengt, meine Katze dematerialisiert und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Stiefel irgendwas mit deinem Scheiß zu tun hat, dann... Das war alles für eine bessere Zukunft. Außerdem habe ich dir oft genug einen Platz neben mir angeboten und das hat was mit der Katze. Das war im Dienste der Teleportationswissenschaft und der Teleportationswissenschaft. Ah!
tust du jetzt? Das ist alles, was von dir kommt. Verschwinde! Wie ist denn Rathaus? Vielleicht wird das ja tatsächlich mal deine erste selbstlose Tat. Wenn ich es schaffen sollte, sie aufzuwecken, dann wird sie mich mit Sicherheit mit nach Elysium nehmen. Du wirst dich noch wundern. Ihr werdet euch noch alle wundern. Hier, Oberkontrollrat Klites, können Sie mich hören? Bestätige, Herr Oberkontrollrat, ich höre Sie laut und deutlich. Wunderbar, Herr Hartmann. Wie ist die Luft da unten? Ich kann mir ausmalen, dass Sie bereits angenehmere Odeure in Ihrem Riechgerät hatten. Sparen wir uns die Menschlichkeit. Wie kommt das Protokoll voran? Wir sind auf bestem Wege, den Ältestenrat zu überzeugen. Insofern Sie keine unpassenden Zwischenfälle aufkommen lassen, sollte der Sprengung Deponias nichts mehr im Weg stehen. Es läuft doch alles nach Plan, oder stimmt etwas nicht? Aber nein, Herr Oberkontrollrat, alles bestens. Wann werden Sie hier eintreffen? Schwer zu sagen. Sollten diese gepuderten Säcke endlich mal aufhören, dieselben 5 Fragen zu stellen, werde ich bald meine Ankunft bekannt machen. Wie geht es meiner Verlobten? Lassen Sie mich bitte Goal sprechen. Ihre Verlobte? Ja, meine Verlobte. Nun machen Sie schon, stellen Sie mich durch. Natürlich, das Fräulein Goal nun. Wissen Sie, ja. Es ist so, sie schläft. Ah. Ja, sie hat sich in ihre Kabine zurückgezogen. Sie wissen schon, ja. Die Damen und die Magnetbahn, nicht wahr? schon klar. Nun denn, richten Sie doch aus, dass Ihr werter Zukünftiger so rasch es geht eintritt. Verstanden, Herr Oberkontrollrat. Wohl sein. Wohl sein, Herr Oberkontrollrat. Meldet besser, dass ihr das Mädchen gefunden habt. Nun, das ist eine wirklich lustige Geschichte. Raus mit der Sprache. Nun, ja, die gute Nachricht ist, wir haben eine elysianische Datasette gefunden. Die schlechte Nachricht ist, der Dänemark hat sie sofort wieder verloren. Ich muss kein Wort sagen. Wo ist die Datasette? Nun ja, wir haben sie nicht verloren, um genau zu sein. Also, wir wissen ja immer noch, wo sie sich befindet. So mit einer Genauigkeit von ungefähr 123 Hektar. Sie müsste sich irgendwo in der Nähe eines kleinen Einsiedlerdorfes namens Kubak befinden. Was macht ihr beiden Blechköpfe dann noch hier? Treibt diese Göre gefälligst auf. Und wenn ihr das gesamte Rattenhotel abfackeln müsst, wir brauchen diese Datasette. Thank you.
Romantisieren ihrer Koma-Patienten höchst bedenklich ist. Und auch unsittlich. Aber Herr Bürgermeister, ich versuche mich doch lediglich in einer ganz neuen Behandlungstaktik. Heißt die Klein zufällig, gruselig, ekelerregendes Zufall? An ihrer Stelle würde ich auf Prinzip weiterschlafen. Also, Herr Wenzel, was machen Sie denn für einen Aufruhr? Die Anhörung zur Unterbringung dieser Elysianerin bleibt pausiert, bis ich eine Sentenz erschlossen habe. Aber, Herr Bürgermeister, die Frage hat sich doch eigentlich längst erübrigt. Diese Dame benötigt eine sichere Ruhestätte, in der sie sich an die Gepflogenheit ihrer wunderbaren Kleinstadt langsam gewöhnen kann. Ich kann mit meinem bescheidenen, abheimlichen Wasserturm nur zu gern in dieser Sache dienen. Sie haben noch nicht die geringste Ahnung, wie mit diesem wundervollen Geschöpf umzugehen ist. Herr Bürgermeister, Sie haben doch keinen Zweifel daran, dass ich weiß, wie mit dieser Dame umzugehen ist. Ich habe mit diesem Geschöpf. Nein, ich habe es nicht gesehen. Ich wäre zu keiner Übereinkunft mit den Herrschaften gekommen. Solange die Dame nicht wenigstens aufwacht. Ja, und freilich ist auch noch zu erodieren, ob nicht vielleicht die Unterbringung im bürgermeisterlichen Hoheitsstand. Das ist doch lächerlich! Es gibt doch nicht das Hoheitsstand! Die Meinung ist selbstverständlich! Ich halte sie alle von mir vor, aber das sagt jetzt nicht mehr! Meine Annahme ist ein wirklich schneller Lust, aber das ist ein Hohenstand! Ich weiß, dass sie der Welt hat, dass sie war! Hey, hey, hey! Tag von der Chaos Computer Club! Interessierte du einer Speis und Verzweiflung? Rufus, das ist wirklich kein Ort für dich. Hat euch gerade noch gefehlt? Ihre Obrigkeit. Ich kann nur nach wie vor davon abraten, sie in diesem Zustand zu transportieren. Ja, aber was ist das denn überhaupt für ein Zustand? Also, schläft sie oder ist sie tot? Nun, es ist weder... noch. Weder noch, also. Ja. Dann sind die auf Elysium so weit fortgeschritten, dass sie gar nicht mehr aufwachen müssen. Gut gedacht, euer Weisheiter. Sehen Sie, dieser Fall gibt mir die höchsten Rätsel auf. Ihr Körper, der ist völlig gesund. Ihr Bewusstsein jedoch ist offline. Offline. Jetzt ist er völlig übergeschnappt. Jawohl, offline! Und ich vermute den Grund im Gehirnimplantat oder vielmehr dem leeren Slot, an dessen Stelle eins gehören würde. Ja, und dieses Bewusstseins-Pimtanlat. Implantat! Ja. Das hat keinen Offline-Modus. Ja, oder vielleicht eine Sicherung. Ja, oder vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert bei meiner Heizdecke ständig. Nein. Ich kenne mich zwar mit elysianischer Technologie nicht so gut aus, aber ich erkenne, dass ein Implantat fehlt. Und ich habe nicht einmal einen passenden Schraubenzieher für die Dame. Wann kann ich sie denn nun endlich mitnehmen? Nun, erst einmal muss sie aufwachen. Ja, also, meine Herren, genug. Ich denke, es ist an der Zeit für eine Regierungsentscheidung, ja. Ja, wer sie aufweckt, soll sie mitnehmen. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus, verstehe es doch endlich. Du hast hier nichts zu suchen. Ich habe wenigstens einen Plan. Rufus, also deine Pläne kennen wir. Ja, du denkst nie etwas zu Ende und nie an die Konvergenzen. Alles, was du schaffst, ist Chaos und am Ende dann explodiert was. Ja, die Konvergenzen werden wir ja noch sehen. Rufus, ich warne dich. Sie sind nicht unerfassbar, Lutek! Das werde ich Ihnen beweisen. Gizmo! Kommen Sie, es gibt Regierungsdinge zu erledigen. Na? Sind dem Bürgerscheißer Krümel aus der Hosentasche gefallen oder
Warum kriegst du hier so rum? Ach, Rufus. Ach, Rufus. Ich warte natürlich darauf, dass die Elysianerin aufwacht, damit ich sie mit zu mir nach Hause nehmen kann. Ja, träum weiter. Es ist zwar natürlich bewiesen, dass attraktive Menschen sich gerne mit Gesichtsunfällen umgeben, um das Selbstbewusstsein zu steigern, aber du glaubst doch nicht wirklich, dass Goal eine Orbit-Elfe mit einem wie dir mitgehen wird. Ach, Rufus. Komm mir nicht auf die Tour. Du hast mich immer unterschätzt. Sieh mich nur an. Ich bin ein gemachter Mann. Na dann hat dein Schöpfer wohl auf der Hälfte aufgehört. Sieh mal, unter den ganzen Sachen, die du mir vor deiner großen Reise vermacht hast, war ein altes Grundwasserradar deines Vaters. Und wie es der Zufall so wollte, habe ich eine Wasserader genau in meinem Keller. Ich bin stinkreich! Und du? Du hast nicht mal einen Keller. Du, Rufus, hast gar nichts. Und daran erkennt man die Menschen, die immer alles geben. Und was soll ich überhaupt mit einem Keller im Kuwak? Ich gehöre hier nicht hin. Und spätestens, wenn ich Goal aufgeweckt habe, wird sie mich zu den Sternen begleiten. Mensch, Rufus, checkst du es nicht? Egal wie dicht dein Plan ist und wenn du ein Taxi nach Elysium hättest, irgendwie wirst du einen Weg finden, um das Ganze zu verbocken. Und ich sitze dann hier und werde den fallenden Helden bei einem Tässchen Kaffee bestaunen. Was weiß der schon? Soll so viel Kaffee so auf dem Rüssel umfüllen? Moment mal. Wen hat ein guter Kaffee nicht alles schon berappeln können? Wenn es mir also gelingen würde, den perfekten Kaffee zu brauen, dann wird das Goal bestimmt aufwecken. Aber wie in drei Namen stelle ich das an? Wie sprach noch der Senseo-Papst? Mein Sohn! Für einen perfekten Espresso benötigt es genau zwei Zutaten. Energiereiches Wasser und eine kräftig gereifte Bohne. Die Nomine ist Creme. Hyria, Hyria, Espresso! Interessanterweise ich die seltsamste Person auf diesem Planeten. Also gut, Rufus. An die Arbeit. Thank you.
viridianischen Blättern gedruckt. Bleiben wir lieber bei Plan 1. Das hat schon genug Gehirnschmalz gekostet. Männer, wir halten uns noch bedeckt. Wir können auf keinen Fall riskieren, dass Informationen über diese Mission nach außen dringen. Wie lange lässt die Dame denn jetzt noch auf sich warten? Auf mich warten nämlich wichtige Amtsbeschlüsse. Nun, offensichtlich scheint es an ihrem Zustand keinerlei Veränderung zu geben. Vielleicht ist es an der Zeit, dass wir sie einfach Herrn Wenzel übergeben, denn hier kann sie nicht bleiben. Es muss mal wieder etwas Normalität einkehren. Hier wird niemand an irgendwen übergeben. Oh, Rufus, wie oft... Schnauze, Opa! Ich habe die Heilung. Das soll Medizin sein. Aha. Wer sagt das? Sag ich. Und wer ist hier? Der Arzt! Sag du. Sagen wir es gemeinsam. Ich! Unentschieden! Rede mit! Du! Du! Tja! Überhaupt. Also, gute Frau, Sie können doch nicht einfach so mir nichts, dir nichts in ein Regierungsgebäude... Schnauze, Opa! Bitte? Ich halte es nicht mehr aus. Ich halte diesen Spinner einfach nicht mehr auf! Wie reden Sie überhaupt mit einem Regierungsorgan? Sind Sie völlig übergeschnappt? Das grenzt beinahe an Verunglückung. Ich werde fort. Ich weiß. Aber noch etwas Geduld und wir sind hier los. Dann sind wir endlich allein. Ich denke, hier ist mein ganzes Geschick gefordert. Gut aufpassen. Jetzt hör mal auf, du machst mich ja ganz verlegen.
Wir sind wirklich schrecklich unterbesetzt. Wo ist mein Stethoskop? Ja, was weiß ich denn, wo ihr Stethoskop ist? Stethoskop? Ja, auch das nicht. Polizeimodus aktiviert. Niemand, und ich wiederhole, niemand verlässt diesen Tatort, bevor dieses Verbrechen nicht aufgeklärt wurde. Jetzt reißen Sie sich mal zusammen, Gizmo. Ja, an die Arbeit. Sie sagen es mir nicht, wie ich meine Arbeit zu erledigen habe. Nun ist das Geheimnis um den diebischen Bürgermeister dich gelüftet? Diebischer Bürgermeister? Sind Sie noch ganz bei Trost? Ende hoch, Lothek! Das Spiel ist aus. Sie sind gefeuert! Sie können mich nicht feuern! Sie sind verhaftet! Ja, aber trotzdem sind Sie gefeuert. Ich habe Sie aber zuerst verhaftet! Und ich habe Sie zuerst gefeuert! Hören Sie nicht zu! Ich habe Sie zuerst verhaftet! Diese Insubordination in meinem eigenen Büro! Nur weil Sie kluge Wörter benutzen, macht das noch lange kein Mann aus Ihnen! Ja, und nur weil Sie ein Mann sind, müssen Sie noch lange nicht derart auftreten. Nein! Ich werde Sie in Handschellen und dann werde ich Sie abführen! Welche Handschellen? Ich habe große Handschellen in meiner Tasche! Sie dreckiges Macho-Schwein, Sie! Ich war das. Milton! Rufus, ist alles okay bei dir? Das klingt nicht gut. Den Organon vermeiden, Klitis kontaktieren, Goal von dem unsinnigen Konzept der Ehe abbringen und dann auf nach Elysium.
Hüso und Kalkyrinja genießen. Gar nicht so schwer. Also, wie funktioniert das Ding? Hallo? Quadranten vor einer Rostlerwiege gewarnt. Halten Sie sich in geschlossenen Gebäuden auf und lassen Sie keine Sektenführer herein. Klites, sind Sie das? Hallo? Mit wem spreche ich? Rufus hier. Rufus? Sind Sie auf dem Polen, ja? Ja, das bin ich. Und wo sind Sie? Auf einem Kreuzer oder auf Elysium? Das geht Sie genau gar nichts an. Haben Sie Informationen für mich? Na, was sind die Informationen denn wert? Das ist unnötige Zeitverschwendung. Haben Sie meine Verlobte gefunden? Ich hätte zunächst ein paar Fragen, wenn Sie gestatten. Wenn es denn sein muss, aber beeilen Sie sich in etwas. Kommen Sie wirklich von Elysium? Wie ist es dort? Stimmt es, dass man sich über die Obstflatrate sagt? Und was? Wie wird die Wetterlage in den nächsten zwei Wochen? Warten Sie auch zwischendurch? Ich weiß nicht, warum Sie all das in feuchten Kehricht angehen sollte. Auf jeden Fall ist es nicht so dreckig und schimmelig und unzivilisiert wie bei euch da oben. Ist rein. Klingt perfekt für mich. Machen Sie sich nicht so viele Gedanken. Das schadet noch Ihrem schimmeligen Hirn. Schluss mit lustig! Haben Sie meine Verlobte gefunden? Jawohl! Also, einigermaßen. Was meinen Sie? Wenn Sie ihr was angetan haben? Sagen wir, sie hat eine Art, Gehirnerschütterung. Also, rein hypothetisch. Eine Gehirnerschütterung? Was haben Sie angestellt? Ich brauche Ihr Hirn intakt! Hören Sie mir genau zu. Bringen Sie mir Gold zur unteren Aufstiegsstation an die oberste Plattform. Verstanden? Unter einer Bedingung. Sie nehmen mich mit nach Elysium. Diese Drecksbüder sind alle bekloppt. Wie glauben Sie, soll ich das denn anstellen? Nun, entweder Sie nehmen mich mit nach Elysium oder Sie können die Hochzeit absagen. Sie sind doch von allen guten Geistern verlassen. Ja, ich verstehe das schon, aber dann kündigen Sie besser schon mal die Band. Das wird sonst sehr, sehr teuer. Tschüss! Eventuell gibt es eine Möglichkeit. Ja, das klingt doch schon besser. Also, untere Aufstiegsstation. Exakt! Unsere Aufstiegsstation am Ufer des Rostroten Meeres. Glitches Ende! Warten Sie! Wie war das? Unterste Meeresstation, oberste Rostform. Nee. Okay. Rostrotes Meer, unterste Aufstiegsstation, oberste Plattform. Ein Klacks. Jetzt muss ich nur noch einen Weg finden, um Gobel zu transportieren. Wenn ich vielleicht so eine Art Linienkutsche hätte, dann könnte man die mit so 5, 10 Paketen versehen. Oder? Gemeiner, schmieriger! Habe ich dich dingfest gemacht? Lassen Sie mich sofort los! Sie haben keine Ahnung, womit Sie sind. Ich glaube, ich habe ein gutes Bild von den jüngsten Ereignissen zusammengestellt. Seit dem Auftauchen dieser Frau herrscht hier das meiste Chaos! Brandstiftung!
Wenn ich eines Verbrechens schuldig bin, dann ausschließlich des Verbrechens der Liebe. Oh, der Liebe. Ich hab das alles für Grohe bezahlt. Für Grohe bezahlt. Wo ist sie überhaupt? Nun, sie ist jetzt zwar leider bei Herrn Wenzel, aber dafür in Sicherheit. Vor dir. Wenzel, diese gemeine Kröte. Ich hab die Lysianerin gefunden. Ich allein. Wer hat die Elysianerin gefunden? Wenzel hat die Elysianerin gefunden. Wenzel. Wer sind Sie denn? Amtmann Argus, mein Name. Organ und Hauptverwaltung. Die Obrigkeit in meiner Praxis! Machen Sie nicht so einen Quatsch. Ich hörte, Sie verwahren eine Elysianerin. Nun. Ganz streng genommen ist das Kommunalangelegenheit. Und wenn wir dieses Kaff in Schutt und Asche legen, ist das dann auch eine kommunale Angelegenheit? Sagen Sie kein Wort, Gizmo. Sie verwechseln! Das exakte Gegenteil! Na geht doch, Inspektor. Sie haben Ihrem Bezirk sehr viel Leid erspart. Rücklagloser Versager. Schnauze! Ich muss sofort den Bürgermeister in Kenntnis setzen. Zur nationalen Sicherheit, wenn alles rostet. Durchsucht die Kammer. Sie müssen hier sein.
Sie beide, erzähl mir jetzt ganz genau, was es mit diesem Rufus auf sich hat. Kleines Recap. Und so begab es sich, dass er super lässig das Mädchen aus feindlichen Klauen befritt und mit ihr im Schoß auf dem stehlenden Ross in den strahlenden Sonnenuntergang ritt. Er küsste sie im weitesten Sinne wach und die Sache mit den Handkanten hieb. Lag bestimmt am subadäquat kalibrierten Hirnimplantat. Ist auch mal Latte, Mann, es geht ums Prinzip. Futsal, es geht ums Prinzip. Nichts. Überhaupt nichts. Schöne Scheiße. Die schmeißt uns eiskalt raus. Ja. Ja. Aber das wäre doch auch nicht das Schlimmste. Was meinst du? Naja, soll das wirklich alles sein? Über irgendwelche Planeten stolzieren? Und jetzt dürfen wir nicht mal mehr singen. Hast du irgendwas anderes? Naja, da gibt's schon was, aber... Komm, erzähl! Ich wollte schon immer Varieté-Tänzer werden. Echt? Ich auch! Und du willst jetzt die ganze Nacht von 11 bis 3 Licht, Tanz, Leidenschaft! Spürst du es? Ja! Da war wieder was! Halt! Und? Kannst du was sehen? Ich nehme das als Nein. Hey, Sia! Wir sind denn alle bekloppt geworden? Hallo, ich habe sie noch gesehen. Die Praxis ist seit nicht festgesetzt. Bitte vereinbaren Sie einen Termin. Hören Sie schon auf mit dem Mist, wir sind in Not. Passwort? Der Organon sucht uns. Wir brauchen Hilfe. Kommen Sie schon. Das werde ich bereuen. 100%.
da! Ein Penny! Das ist einer von den alten Werken, die zweite Epoche vor Elysium. De Pietro. Welch historisches Gewicht! Na, da hat es da auch schon noch knapp gelohnt. Schnell! Geht das? Nein! Schnell! Groß Kopf! Achtung, Stufe! Muss eines dieser Wombats gewesen sein. Ja? Die sind zu dieser Jahreszeit besonders brunftig. Kann gut sein. Männer. Bericht. Kein Zeichen der Widerständler. Das ist unmöglich. Sie müssen hier sein. Man kann euch nicht mal mit der leichtesten Aufgabe vertrauen. Aber, schauen Sie mal hier. Ist das dein Ernst? Ist das wirklich eine vorelysianische Prägung der alten Währung? Mensch, toll! Da hat sich die ganze Mission ja schon gelohnt. Schaut sie mal, die prästiale Siegel muss doch sogar noch fast intakt. Ja, ich sehe es. Das ist wirklich... Unfassbar bescheuert! Ich schere mich nicht für Münzen. In dieser Abteilung treiben sich die verdammtesten Idioten rum. Die größten Blechköpfe! Das für Zeug? Nun, entweder mein Fusel oder Kriegöl, was im Endeffekt auch selber hinausläuft. Also, mein Name ist Rufus. Aber wer sind Sie überhaupt? Wieso willst du das wissen? Bist du etwa ein Spion des Orgelot? Nein, ich weiß, dass ich... War nur ein Scherz, Rufus. Ich bin Doc, Bastler, Ersatzwarenhändler, Neurochirurg. Du hast vielleicht von mir im Kommunalfunk gehört. Zylinderkopf, normaler Kopf, alles eine Soße. Komm zu Doc! Komm zu Doc! Ich bin auch Bastler. Oh, ein Kollege. Woran bastelt er denn? An nichts Großem, nur an einem Plan, um nach Elysium zu kommen. Elysium? Ehrgeizig ist er auch noch. Ja. Ich sehe hier einen Kerl, der sich nicht von der offensichtlichen Unmöglichkeit seines Vorhabens abbringen lässt. Ja. Der sich eher alle Knochen bricht, ehe er einsieht, dass sich seine Pläne jeglichen Sphären der Realität entziehen. Okay, ich bin schon sehr lässig. Elysium, ich gehe recht in der Annahme, dass diese Dame hier von dort entstammt. Was hat sie verraten? Etwa die Kleidung ohne Läuse und Löcher? Vielmehr
diese elysianische Tech, die hier in Ihrem Kopf verbaut ist. Erinnerungsblumensachen. Oder so ähnlich. Ein neural verlinktes Erinnerungsimplantat. Die Elysianer wurden irgendwann zu einem solchen Maße hedonistisch, dass sie begonnen, ihr Wissen und Erinnerungen auf Gehirnimplantaten zu speichern. Eine Datenbank fürs Hirn also. Nicht schlecht. Es ist nicht etwa möglich, dass diese Datasette vor kurzer Zeit ausgeworfen war? Oh, das ist gar nicht. Wie lange war die Datasette ausgeworfen? Also meinen Sie vor Goldsturz aus etwa 200 Metern oder danach? Oh je! Halt es mal. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für euch beide. Beide gleichzeitig. Die Datasette ist in diesem Zustand vollkommen unbrauchbar. Die Kontakte lassen sich in der Größe und Beschichtung nicht wiederherstellen. Das war die schlechte Nachricht, oder? Es ist aber möglich, den Inhalt in einer Gänze zu kopieren. Dafür brauche ich aber neue Datenträger. Und irgendetwas sagt mir, dass ich hier ins Spiel komme. Genau. Du müsstest noch mal nach draußen. Ein paar Minuten in Richtung Ufer sollte es Automaten geben. Ach, und Rufus, kauf auf jeden Fall die hochwertigen. Ja. Mach mir zu! Die Teuerung! Läuft ohne Störung. Und warum genau sind Sie dann immer noch nicht auf Deponia? Leichte bürokratische Verzögerungen. Ich werde meinen Besuch direkt im Anschluss antreten. Ganz Elysium ist schon ganz unruhig, Oberkontrollrat. Wenn die Gerüchte stimmen... An diesen Gerüchten ist kein einziges wahres Haar. Das versichere ich. Meine Inspektion wird dies nur bestärken. Wissen Sie überhaupt, was diese Möglichkeit für Elysium bedeutet? Geehrte älteste Elysiums, Ihre Weisheit ist unendlich und unübertroffen. Ach. Dennoch stehe ich dafür ein, dass Deponia unbewohnt ist. Dieses Geschwatz aus der Bevölkerung hat weder Hand noch Fuß. Ja gut, wenn das so ist, dann können wir doch mit den Vorbereitungen zur Sprengung doch ja ungehindert fortfahren. Aber selbstverständlich, euer Ehren. Deponia und dieser unschöne Fleck unserer Vergangenheit kann ein für alle Mal beseitigt werden. Ihnen ist bewusst, was auf dem Spiel steht. Natürlich ist es das. Meine Treue gilt Elysium und seinen Bewohnern. Ciao. Mein Lieber, ich denke, es gibt nun keinen Grund mehr, unseren Hotstone-Massage-Montag noch weiter hinaus zu zögern. Meinst du nicht auch? Ich will mich da mal ganz kurz frisch machen und wir treffen uns in einer Stunde an Madame Sibylle's Cocktailbar. Habt ihr schon gehört? Die Sauna-Ebene bietet neue Nadel aufgesetzt, frisch importiert. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, lehnen Sie sich entspannt zurück und vertrauen Sie auf den Rat, denn er führt Weise und Güte. Hi! Ach, Sie wirken aber auch, als hätten Sie die Welt des Etats mal wieder dringend nötig. Hier, ja. 50% auf den Wuhuhuhu! Wer hier Lust auf ein Make-up am Nachmittag, wenn ihr jetzt hier sagt, den Kopf schütteln oder nicken, wenn ihr
wieder aus der Kabine trete. Es ist herrlich hier! Herrlich! Was arbeiten Sie denn für Aufwand? Ganz schön hartnäckig. Oh Mann! Moin. Bleib da, wo du bist. Kein Schritt weiter! Ich warne dich. Sag mal, spreche ich, glaub ich? Ich will nichts mit deiner Sorte zu tun haben. Jetzt? Ist das der Seewahn? Meine Sorte! Ach, was glaubst du denn, was ich für einer bin? Das weißt du doch selbst ganz genau. Wie weiß ich das? Du bist ein Freibeuter, ein Pirat, ein Flibustier! Ja! Ich soll ein Pirat sein. Ach, beruhig dich, mein Junge. Mein Name ist Bosum. Ich habe einen kleinen Müllkutter. Ist nicht viel, aber es ist ein Zuhause. Oh. Ja, das ist mir klar. Das war nur ein Test. Nur ein Test. Ein Test. Aber ja.
habe ich. Rufus, exzellent und ausgebildet in diversen Kampftechniken, die dich überraschen könnten. Rufus also. Doch nicht etwa der Rufus, von dem mir der Doc erzählt hat. Du kennst also Doc. Seine Weste wohl doch nicht so weiß wie behauptet. Hör mal, Mignon. Du brauchst wirklich keine Angst vor ihm zu haben. Der Doc und ich arbeiten schon seit Jahren zusammen. Meine Flotte Lissy legt für gewöhnlich direkt an seiner Praxis am schwimmenden Schwarzmarkt an. Schwarzmarkt. Aber er wirkte in seinem Telegramm etwas verwirrt. Sprach etwas von einer Elysianerin und ihrer tollkühnen Begleitung. Tollkühn ist noch untertrieben. Aber es wimmelt hier nur so von Organon-Soldaten. Warum habe ich das dumpfe Gefühl, dass du damit was zu tun haben könntest? Nun, oder die Schutzmaßnahmen vor Rauch und Brandschatzung. Man weiß nie. Ja, ich werde jetzt mal so tun, als ob ich das nicht gehört hätte. Der Doc wartet nämlich auch schon auf seine Wahl. Hoffen wir mal, dass diese Ware nichts mit einem verfluchten Goldschatz zu tun hat. Ja. Wo gibt es jetzt diese Datasetten? Hallöchen, mein Name ist Knusi. Willkommen bei Ihrem Snack, Tech und Kurzwaren-Experten. Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Au, Backe. Ich habe Sie nicht verstanden. Bitte sprechen Sie deutlich in die Audioschnittstelle. Bertha, bitte! Nicht so laut! Geht das nicht etwas zärtlicher? Ja, so ist's gut. Was? Ich hätte gerne Datasetten, bitte. Sie haben gewählt. Datasetten. Zur Auswahl stehen Platinum-Proof Power Professional Datasetten oder Prime Basic Datasetten in der Giovanni Zarella Sonderedition. Wählen Sie jetzt! Prime Basic Datasetten in der Giovanni Zarella Sonderedition. Und Sie sparen 2 Swatty. Und als Bonus erhalten Sie diesen Lolli. Mädchen?
hatte er dabei, als er bei mir aufgetaucht ist. Hat was aus einem Sturz von 200 Metern erzählt? Ich hoffe auf eine dramaturgische Übertreibung. So. Getreffe. Gut. Jetzt brauche ich nur noch neue Datasetten und diese Go ist schon wieder wie neu. Da ist ja auch der Stunde. Hast du besorgt, warum ich dich gebeten habe? Klar! Aha. Ich denke nicht, dass sie das sehen wollen. Oh doch. Ich will wenigstens sehen, was du mit meiner Freundin anstellst. Freundin also, hm? Abwarten. Na, hör mal! Ich hab deine Anweisung haarklein befolgt! Ah ja? Es scheint ziemlich so, als wären die Datasetten nicht vollständig beschrieben worden. Fast so, als hätte jemand sparen wollen? Und was heißt das jetzt? Ich weiß nicht. Irgendetwas stimmt nicht. Rufus? Oh ja, ich bin es. Oh, wie kann ich mich erinnern? Rufus! Du bist der Spinner vom Kreuzer! Wo hast du mich jetzt schon wieder hingeschleppt? Sag schon! Ich kann das alles erklären. Und wieso stinkt sie so? Na! Und was sind das für Spinner? Sag mal, hast du an mir rumgefuscht? Oh, ja, ich bin sicher, wir finden eine Lösung für das alles hier. Und was für ein erbärmlicher Bad Spencer-Abwasch sollst du sein haben? Bring mich sofort zu Cletus. Sieh mal, es gibt eine einfache Erklärung für das Ganze. Du bist vom Kreuzer gefallen und dann... Du hast das! Du hast mich vom Kreuzer gestoßen! Manieren einprügelt, Freundchen! Nanu? Wo bin ich denn hier gelandet? Das frage ich mich so langsam auch. Ist sie echt? Das scheint ein frühkindliches Stadium von ihr zu sein. Frühkindlich? Was für ein Ding? Wir können nicht ewig rumlungern. Ich muss mich drin mit Cletus treffen. Oh, echt? Ist ja verrückt. Ich weiß doch ehrlich gesagt gar nicht, wie ich hierher gekommen bin. Aber ich weiß, wie wir von hier wegkommen. Oh, sag Zeppeli! Bitte sag Zeppeli! Nein! Zeppeli! Zumindest noch nicht. Schade.
der Familie, dem ich noch wichtige Amtsbriefe bringen muss. Ja. Rufus, das gefällt mir gar nicht. Wer ist dieser Cletus wirklich? Denkst du nicht, dass mit dem Organon im Nacken wir so langsam in deine Pläne eingeweiht werden sollten? Pirat! Okay, es ist ein bisschen komplizierter als es. Cletus ist eine Illusianer und Bekannte von Gol. Und meine fähigen Hände sollen sie zurück in den Obhut ihrer Menschen bringen. Sonst nix. Aber so wird das wohl ja nichts. Und wenn wir die anderen ausprobieren, vielleicht ist ja der richtige Goal dabei. Ich kriege so langsam das Gefühl, ihr zwei habt ein grundlegend falsches Verständnis davon, wie das funktioniert. Aber von mir aus... Oh, hallo die Herren. Na, was ist das denn für ein fescher Bursche? Oh, diese Muskeln. Darf ich? Doc. Das gefällt mir noch weniger. Ich habe ja noch nichts übrig für dieses raue Auftreten, aber er. Oh, er lockt mich. Hey! Oh, der Milch-Ubi schaltet sich ein. Na, wenn ich mir dich so anschaue, dann fallen mir eher Worte wie Milch. Und Ubi ein. Aber das! Das ist ein Mann! Werte Damen, das schmeichelt mir sehr, aber ich fürchte, Sie sind nicht bei Verstand. Oh, doch, das bin ich. Ejo, was geht? Wieso können Derek und Meredith nicht einfach glücklich miteinander werden? Schau dich!
Ist ungut. Geben Sie ihm noch ein paar Minuten. Ich kenne diese Art. Sowas lässt er sich nicht entgehen. Und Sie glauben wirklich, dass er dumm genug ist, Ihre Verlobte herzubringen? Aber absolut. Er ist eine egoistische, raffgierige Ratte. Allein der Anblick Elysiums wird ihn dazu kriegen. Ich kapiere nicht, warum Ihnen dieses Mädchen so wichtig ist. Cletus, in meinen Augen ist sie nichts weiter als ein unnötiges Risiko für dieses Unternehmen. Glauben Sie mir, nach Ihrem Revoluzzer-Anfall habe ich gute Lust, Sie auf Deponia zurückzulassen. Dummerweise sind die Aufstiegscodes, die unser Hochboot benötigt, auf Ihrem Hirnimplantat gespeichert. Ohne Goal kein Hirnimplantat und ohne Implantat keine Flucht. Schön, dann muss ich Ihrem Gespür wohl vertrauen. So ist es. Oh, jetzt ziehen Sie sich mal lieber zurück. Der Kerl soll ja nicht sofort was merken. Cletus! Rufus! Endlich. Ich stehe gegenüber. Du irrst. Ich stehe dir gegenüber. Ha! Ich stehe dir mindestens einen halben Meter näher gegenüber. Denk, was du willst, Birschchen. Meine Geduld ist am Ende. Wo ist meine Verlobte? Du hast sie doch wohl mitgebracht, oder? Sie ist an einem sicheren Ort. An einem was? Das war kein Teil unserer Abmachung. Ist immer wieder perfekt, du Genie. Selber Genie. Rufus, mein Lieber, wir hatten einen Deal. Du bringst mir Goal und ich nehme dich mit nach Elysium. Was ist draus geworden? Glaub mir, niemand will diesen Müllberg schneller loswerden als ich. Aber zunächst darfst du mir erklären, was das für ein Ding zwischen dir und dem Organon ist. Es geht dich eigentlich wirklich nichts an. Aber an diesem Punkt ist die Linie wohl längst überschritten. Deponia wird gesprengt. Was? Ach so. Müllmenschen. Rufus. Deponia? Bumm. Ja, bumm! Der ganze verdammte Misthaufen! Und Elysium weiß davon? Aber natürlich. Das Ganze wurde vor Jahrzehnten in Auftrag gegeben. Was dachtest du, was der Organon hier macht? Kleingeld suchen?
ist ganz schön harter Tobak. Um ehrlich zu sein, gingen wir davon aus, dass Deponia seit langem unbewohnt ist. Die Oberfläche wurde damals für hochtoxisch, das bedeutet giftig, erklärt. Aber natürlich kamen genau jetzt, wo die Sprengung unmittelbar bevorsteht, Gerüchte auf. Auf Deponia! Da wohnen Menschen! Also hat der Ältestenrat in seiner unendlichen Weisheit einen Inspektor ernannt, der dem Ganzen nachgehen sollte. Und jetzt rate mal, wer dieser Inspektor ist. Ich bin's! Du Troglodyt! Aber du weißt jetzt, dass Deponia bewohnt ist. Richtig? Also wird Deponia nicht gesprengt. In meinem Bericht wird stehen, dass Deponia nach wie vor unbewohnt ist. Hast du etwa Probleme damit? Schließlich will doch keiner diesen Müllberg schneller loswerden als du. Ich... Also mir ist das natürlich egal. Ja. Aber Kohl. Kohl wird das nicht zulassen. Da hast du wohl recht. Goal hat sich im Laufe der Reise als unberechenbar herausgestellt. Aber dafür, mein Lieber, dafür ist gesorgt. Was ist das? Das, mein Lieber, ist eine Backup-Datasette. Um genau zu sein, ein Backup von Goals Bewusstseinsspeicher. Ja, das wusste ich. Golds Charakter und alle ihre Erinnerungen sind hierauf gespeichert. Und zwar bevor sie Deponia und ihre Bewohner das erste Mal sah. Darf ich auch mal? Was ist? Siehst du den Schwanz ein? Ich kann es unmöglich zulassen. Oh. Oh Mann. Oh. Boah, wie schade. Boah, seid ihr so gut auf Elysium gefallen. Obstflatrate und alles. So schön. Oh, dann sind wir hier wohl fertig. Warte. Oh. Du hast doch keine Ahnung, wie es ist, jeden Tag im Müll aufzuwachen. Du machst die Augen auf, Müll. Du steigst aus dem Bett, Müll. Du gehst vor die Tür, Müll. Der Kühlschrank ist leer, das Klo läuft über und selbst das Wasser riecht, als hätte es sich seit 2 Wochen nicht gewaschen. Und dann immer dieses ewige, boah, Rufus, geh arbeiten, räum mal hier auf. Leute, kommt mal klar, ey. Der ganze verkackte Planet besteht aus Müll. Wir laufen auf Müll. Wir fressen Müll! Ihr könnt meinen Arsch von hinten bewundern! Ich bin raus hier! Ich will nicht da wohnen, wo Potenzial nur Düngemittel für Kohl ist. Was soll ich denn hier erreichen? Kacke Bürgermeister von Kackehausen werden oder eine Familie gründen? Da bewahrt sich der reine Herr ja dann doch zu fein. Hörst du das, Papst? Du kannst da bleiben, wo die Jauche kommt! Wer ist der kleine Trennspatz? Wer ist jetzt der kleine Trennspatz? Donnerwetter! Du scheinst diesen Planeten wirklich zu hassen. Hol das Mädchen. Nimm das Backup mit, wenn es unbedingt sein muss. Dann können wir bald alle dieses Drecksloch hinter uns lassen!
weiter. Der Organon sollte über ein Rechenzentrum verfügen, das genug Leistung hat. Aber können wir für die Wartezeit nicht wenigstens eine etwas fröhlichere Goal einstellen? Sag mal, du fischiger Spinner! Glaubst du, ich bin Fernseher oder sowas? Oh, Scheiße! Flossen weg! Oh, bitte! Was soll du mein zu mir? Doc? Mach was? Ich bin hier gerade wirklich mit Wichtigerem beschäftigt. Ja. Ja. Das sollte hoffentlich genug Leistung haben. Schau mal, Vogel! Oh. So, jetzt sollte es gefunden werden. Well, schau mal. Vielleicht da kopieren und dann einfügen? Hat es funktioniert? Fräulein Gold? Oh, mein Schädel brummt ganz schön. Nicht erschrecken, wir sind... Ich erinnere mich an euch. Aber war da nicht noch so ein Spinner? Rufus, du bist zurück. Du! Ich kenne dich. Gold, du... Du bist ja ganz normal. Ja, wir haben es erfolgreich, wie sie sehr erfolgreich wieder zusammengesetzt. Das ist mir gelungen, ja. Ich war auf einem Kreuzer. Mhm. Ja, ich hab dich gerettet. Und ich erinnere mich an einen Sturz. Ja, dein Gehirnimplantat, das war beschädigt. Und dann war da dieser fürchterlich grausame Geschmack auf meiner Zunge. Und ich hab dich geweckt, zumindest kurz. Und wieso tut mir alles weh? Und ich hab dich um den halben Planeten getragen. Sind das Tackernadeln? Ja, kannst dich ja später noch bedanken. Wir müssen zu Knie, das ist der Organon, Sie wollen... Ich weiß. Rufus? Wovon reden Sie? Der Organon wird Deponia sprengen. Was? Und dieser Klitus steckt mit drin. Was? Klitus? Das kann nicht sein. Die beiden machen gemeinsame Sache. Ja, deswegen sind wir doch hier. Um zu überprüfen, ob Deponia bewohnt ist. Und Deponia ist bewohnt. Ja, sogar. Ich kann das alles gar nicht glauben. Klitus soll ein Verräter sein? Ja. Und deshalb müssen wir schleunigst los und ihn treffen. Ja. Wir müssen uns beeilen. Sekunde mal! Was ist denn jetzt noch? Ich werde mit Go nach Elysium reisen und das Ganze aufklären. Darum geht es hier, oder nicht? Es war alles nur auf euren Weg nach Elysium. Hast du mir nicht zugehört? Oh doch, Rufus, ich glaube, wir haben sehr gut zugehört. Dieses Mädchen ist für dich nichts weiter als eine Fahrkarte nach Elysium. Oder etwa nicht? Habt ihr beiden mir nicht zugehört? Komm, Boso, lass uns unsere letzten Stunden in Ruhe und Frieden verbringen. Dieser Tag war schon aufregend genug. Boso? Rufus, ich habe ja viel von dir erwartet. Aber das... Na und? Er braucht schon solche Freunde. Gold, wir müssen jetzt wirklich dringend los. Du weißt, was diese Mission für uns bedeutet. Ich weiß es nicht, Klitus. Hier leben Menschen. Gold, ich hab's dir doch schon erklärt. Wir müssen jetzt wirklich dringend los. Du hast es selbst gesehen. Ach, na klasse. Der Flohzirkus ist zurück. Endlich. Ich hätte diesen Schnösel... beinahe verpasst. Störe ich bei was? Rufus, ich dachte, wir hätten eine Abmachung. Abmachung? Das Spiel ist aus, Klitus. Kein Spiel ist das also für dich. Das war ja klar. Rufus ist ein guter Mensch. Er wird mit mir nach Elysium gehen und Deponia retten. Ja.
glaube ich, dass dieser Plan nicht funktionieren wird. Geht es? Ja. Nenn mich nie wieder Liebe. Kapiert? Wag es nicht, in diesem Ton mit mir zu sprechen. Ah! Ah! Dreckigen, verlogen! Ah! Boah! Du hast dich wirklich von einer Kanalratte. Ich verlange, dass sie mich frei macht! Versuch mal, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich verlange, dass sie mich frei macht! Ja, okay. Ja, das sieht so klinisch gar nicht. So klinisch gar nicht. Ja! Gaul! Du glaubst doch nicht, dass du dieser schimmeligen Schrottpresse mehr trauen kannst! Genug getrödelt. Gold, darf ich bitten? Wovon spricht er, Rufus? Das ist doch wirklich nicht so wichtig. Komm schon. Tick-Tack, Rufus. Tick-Tack, Tick-Tack, Tick-Tack. Geht es dir überhaupt darum, den Ponia zu retten? Tick-Tack, Buh! Jetzt fällt der Groschen! Knappe! Dir ging es nie darum, oder? Du wolltest einfach nur ein schnelles Ticket nach Elysium. Schau doch mal in seiner Jackentasche. Vielleicht findest du da was Spannendes. Das ist eine Backup-Datasette. Falls du noch auf die Schliche gekommen wärst. Dieser Rufus-Step ist genauso ekelhaft und verlogen wie sein ganzer Planet. So, ich kann das erklären. Ich dachte, du wärst was Besonderes. Aber ich bin was Besonderes. Nein, du bist einfach nur ein verdammter Egomane. Glaubst du wirklich, ich gehe mit so einem nach Elysium? Antmann, ich habe etwas gehört. Wie kannst du alle hier so im Stich lassen? Doch, hast du es geschafft, in letzter Sekunde alles zu vermasseln, Rufus. Bravo. Ganz meine Rede. Bravo! Argus! Endlich! Machen Sie mich los! Warum sollte ich? Sie waren von Anfang an ein Risikofaktor für dieses Unternehmen. Aber Rufus hier... Oh, Sie sind noch nicht ganz bei Trost! Sie glauben nicht, dass Sie diesem Olchi mehr trauen können als mir! Er ist ein Olchi, das ist wahr. Hey. Aber genau das macht ihn so perfekt für diesen Job. Oder was haben wir hier für einen lustigen Zirkus? Die Widerstände an Mann! Haben versucht, ins Organon-Zentrum einzutreten. Rufus, du? Also doch. Hey Leute, Rufus, schön euch zu sehen. Du musst das hier aufklären. Schaut euch euren Freund nochmal gut an. Es wird wohl das letzte Mal sein. Er hat es geschafft. Er bekommt das Mädchen. Er wird als Held nach Elysium reisen. Das wird er doch wohl kaum aufs Spiel setzen, nur um seinen verhassten Heimatplaneten zu retten. Na los, wir wollen nicht trödeln. In wenigen Stunden wird Deponia gesprengt. Und ich möchte mir dieses Feuerwerk nur zu gern von oben herab ansehen. Gesprengt? Rufus, was hast du wieder angestellt? Schon erreichter, ich würde Ihnen nun das Schweigen ans Herz legen. Jetzt endgültig richtig genug von diesem Scheißschwachsinn! Und wir gehen los!
Ja! Überrascht! Du dachtest wohl, dein Glück hält ewig, was? Falsch gedacht! Jetzt gib mir die Datasette und ich lasse dir deine letzten Stunden. Das könnte dir so passen. Rufus, du hast alles verloren. Die Frau, den Traum, deinen Heimatplaneten. Alles ist fort. Jetzt tu nur wenigstens einmal das Richtige und rette wenigstens Gold. Geht doch. Gut gemacht. Und jetzt muss ich dich abknallen. Aber... Du bist so ein Trottel! Du weißt noch viel zu viel! Und wer weiß, was du dir als nächstes ausdenkst! Oh, adieu, Rufus! Wenigstens weißt du, wann man aufgeben muss. Das respektiere ich. Da kennst du mich aber schlecht. Ja. Ciao, Loser. Wow! Oder so? Du hast dir ganz, ganz furchtbar den Kopf gestoßen. Liebes. Aber es ist alles gut. Wir gehen nach Hause. Deponia. Es ist wirklich alles nur Schrott. Ja, sonst nichts. Das war's dann wohl. Deponia ist verloren! Toni, Toni, was habe ich denn? Willst du meine Frage? Ich habe noch gar nicht bezahlt. Nicht so voreilig. Das liegt jetzt nicht mehr in unserer Hand. Jetzt seid ihr geplättet, denn die Datasette wurde nicht.
gerettet, genau wie geplant. Die Welt war gerettet, an dir gekettet. Ich wette, ihr hättet dasselbe getan. Und willst du mich jetzt noch zwingen, den Müll rauszubringen, Abwasch zu machen und Dinge dieser Art? Hast du wohl nicht aufgepasst? Der Punkt ist doch das, Husser und so. Mein Chowkins, das war's. Husser!